So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Saber Online. In der letzten Folge haben wir das rote Bann, Dingens gemacht. Und haben, und sind jetzt nun Ehrenmitglied der Flying Fox, ein neuer Reitclub, der von Sonja, Luciana und Emma gegründet worden ist. Wir wurden da erstmal komplett ausgeschlossen, weil, ja, wir halt nicht so wichtig sind für diese Insel. Und aber die haben natürlich dann gemerkt, dass die uns ausgelassen haben, haben uns dann das Ehrenmitglied damit eingebracht und ja, jetzt sind wir halt Ehrenmitglied in dem Reitclub. Guck, wie viele Fische wir haben, Vivian. Und das nur wegen dir. Es scheint, als hätte sich die Fische vervielfacht und sie zu Hause geschaffen. Wie sauber und ordentlich, dass er jetzt wieder ist. Ich muss sagen, dass ich mir trotzdem noch ein wenig Sorgen mache. Gut, dass die Fische im See klarkommen, aber ich habe Angst, dass die Wilderer zurückkommen. Wir müssen uns etwas ausdenken, das sie von ihnen fernhält. Wir müssen sehr kreativ sein. Wir müssen gerissen und einen Schritt voraus sein. Was hältst du davon, die Brücken auseinanderzusägen? Beziehungsweise nur ein bisschen, sodass, wenn die Wilderer drüber laufen, die Brücken auseinanderbrechen und sie ins Wasser fallen. Die Idee finde ich nicht gut. Nein, du hast recht. Keine gute Idee. Es würde uns auch betreffen. Hast du eine andere Idee? Vivian, du weißt, wovon du sprichst. Wir müssen nach Hinweisen um den See herumsuchen. Du und Nightstar war zu fix, als ihr das letzte Mal gemacht habt. Warum dreht ihr nicht noch eine Runde? Ah, das ist nur das Problem. Wir haben ja kein Eis mehr. Das heißt, ich muss jetzt gucken, wie ich dort rüberkomme. Irgendwie. Oder ist es noch Eis? Ah, es ist noch Eis. Ich dachte gerade, es sah so aus, als würde das jetzt hier noch irgendwie, ja, wieder nicht gefroren sein. Was ist das denn? Eine Fotokamera? Eine gute, aber verwitterte Kamera. Aha. Sehr interessant. Was ist das? Eine Kamera. Sie muss von den Wilderern sein. Sollen wir die Fotos entwickeln? Erstmal müssen wir uns sicher sein, wessen Kamera das ist. Wenn du in Wälder umherfragst, ob jemand seine Kamera verloren hat, dann mache ich das in Falkruf und wir können uns später wieder hier treffen. Okay. Könnten wir dann gleich mal in Wälder gucken, wer dann noch die andere Aufgabe für uns hat. Wenn wir schon einmal dort sind. So. Ist relativ weit hinten. Das gelbe Ausrufezeichen der Avalon, der war doch eigentlich immer ein bisschen näher dran. Hey, es ist schon lange her, aber ich habe diese Kamera schon einmal gesehen. Du suchst also noch einen Witterer und glaubst, dass diese Kamera ihm gehören könnte? Ich habe letztens einen Mann mit einer Angelrute und genau dieser Kamera gesehen. Er ist über die Brücke in Richtung Berge und Waydaysee gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es seine Kamera ist. Du sollst Herrn Anderson davon erzählen. Oh, sowas. So etwas. Also wirklich. Ich will trotzdem noch mal kurz gucken, wegen dem gelben Ausrufezeichen, wer dahinter steckt. Warte mal, was hat die denn jetzt hier eigentlich? Nur mal kurz gucken. Wie der erhöht hat. Warte mal, uno momento. Gut, da haben wir noch einige Sachen. Aber ich glaube, die ganzen... Ach hier, warte mal. Guck mal, Fahrer. Mal das? Ja. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein, was habe ich getan? Das machen wir irgendwann einmal mal, ne? Ach nee, das ist da oben. Das ist gar nicht Avalon. Oder? Hier? Ja, das ist da oben. Okay. Das ist dann wahrscheinlich mit Sicherheit dann dieser Nick. Stoneground.
so hieß er ja, der gute Herr. Aber das machen wir noch nicht. Nein, 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 nein. So, was in der Welt ist sie hier? Wir haben ja eben dann ein Ausrufezeichen weniger, das wir abarbeiten müssen. Das ist natürlich gut für mich, schlecht für euch, für diejenigen, die das gerne machen wollen würden. Sophie sagt also, dass sie sich sicherer ist, dass die Kamera einem Mann mit einer Angelrute gehört. Dann muss es die Kamera des Wilderers sein. Lass uns die Fotos entwickeln. Wenn wir diesen Film entwickeln wollen, dann sollten wir zu James in Fort Pinter gehen. Er kann sehr gut fotografieren und Fotos entwickeln. Es kann ein bisschen dauern, einen Film zu entwickeln. Reite also jetzt zu ihm. Nimm die Kamera mit. Wir müssen bestimmt einen Tag warten, aber da könnten wir rein theoretisch, wenn das so ist, wie ich denke, in Fort Pinter uns immer umhören, wer denn für uns die Aufgabe hat. Weil dann tun wir nämlich eine Fliege mit zwei Klappen schlagen. Ich glaube, auch James ist derjenige, der die Aufgabe für uns hat. Hallo Vivian, tolle Kamera. Du brauchst also Hilfe mit der Entwicklung? Na klar, werde ich dir helfen. Du hast mir schließlich schon so oft geholfen. Danke, ich werde mich darum kümmern. Vivian, Vivian, ich bin so froh, dich zu sehen. Ich brauche Hilfe. Das Ganze ist eine Katastrophe, ein Elend. Jemand hat mich so unrecht beschuldigt, aber ich war es nicht. Anscheinend spielt es keine Rolle, ob man unschuldig ist, denn der Verwalter von Fort Pinder ist schon mit einer offiziellen Verwarnung für mich unterwegs. Das ist eine Verschwörung. Du musst ihnen sagen, dass ich ein ehrlicher und großzügiger Mensch bin und niemand jemanden verletzen würde. Schau nicht so skeptisch rein, Vivian. Ich habe dir doch gesagt, ich bin unschuldig. Wenn du ihm das einfach sagen könntest, Vivian, würde er es bestimmt verstehen. Und das wäre viel besser und billiger für mich, als einen Anwalt zu nehmen. Achtung, hier kommt der Verwalter. Denk dir etwas Nettes aus, das du über mich erzählen kannst. Was hast du denn wieder gemacht? Und hier haben wir unsere Isabel. Oh, das sieht schon so komisch aus mit seinem Bart. Ah, na, dann werden wir mal versuchen, hier wieder alles ins Lot zu bringen. Was ist denn hier los? Entschuldige bitte, ich habe mit dem jungen James wichtige Dinge zu bereden. Du fragst dich, was er getan hat. Du bist eine Freundin von James. Du kannst gerne zuhören, während ich es erkläre. Das ist eine problematische Situation, junger James. Kürzlich wurde ich mit Briefen behäuft, die deine schlechte Führung dieses kleinen Geschäfts beklagen. Sie behaupten, dass du Waren von schlechter Qualität verkaufst, dass du irrsinnige Preise berechnest, dass dein Preis-Leistungsverhältnis nicht stimmt. Aber darum geht es ja gar nicht. Das ernstere Problem, von dem ich gehört habe, ist die Tatsache, dass durch all die Touristen, die du hierher bringst und die Pferde, die du an sie vermietest, die Straßen um Fort Pinter beschädigt wurden. Herr Verwalter, das ist alles ein Irrtum. Es kommen immer viele Leute hierher und ich bin nicht verantwortlich für den Zustand der Straßen. Was hat das mit mir zu tun? Du hast härterer als jeder andere dafür gearbeitet, Touristen hierher zu holen. Das bedeutet, dass Fort Pinter und die Straßenumgebung mehr genutzt werden. Junge James, ich habe die Straßen selbst kontrolliert und sie sind wirklich in einem sehr schrecklichen Zustand. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Auto in den Graben fährt oder ein Pferd sich das Bein bricht. Ach, du großer Gott. Wie es aussieht, müssen wir vielleicht alle Busse nach Yorvik City streichen und alle Rennen stoppen, bevor noch ein Unfall passiert. Wenn sich herausstellt, dass dein Unternehmen unsere Straßen ruiniert und unsere Landschaft beschädigt, muss ich dir deine Geschäftslizenz entziehen und dein ganzes Unternehmen schließen. Dann wirst du nie wieder auch nur einen Nagel in Fort Pinter verkaufen können. Nein! Oh Gott, was war das für ein Schrei? Es tut mir leid, junger James, aber so sind die Regeln. Und wir alle müssen die Regeln befolgen. Ach, James. Ich verliere meine Geschäftslizenz. Nein. Nein. Puh, okay, jetzt bin ich wieder ruhig. Aber was sollen wir nun machen? Ich kann nicht glauben, dass die wenigen Touristen, die ich hierher hole, so viel Schaden verursachen können. Ich bin zwar ein Geschäftsmann, aber ich würde niemals etwas tun, das jemanden verletzt oder die Landschaft hier zerstört. Das wäre schrecklich für das Geschäft. Du glaubst, es steckt noch etwas anderes in der Willen? Ja, habe ich mich jetzt auch gedacht. Du sagst, dass du die Sache für mich untersuchen wirst? Vielen Dank, Vivian. Danke. Aber wo sollen wir anfangen? Ich muss mich um die Stelle kümmern und ich muss auch alle Beschwerdebriefe lesen, die an den Verwalter geschickt wurden. Du meinst, du beginnst mit der Überprüfung der Straße außerhalb von Fort Pinter? Das hört sich gut an. Du kannst die einfache Arbeit da draußen erledigen und ich befasse mich mit dem schwierigen Papierkram hier in Fort Pinter. Genau. Mit Sicherheit
Oh, der hat hier auch noch eine Aufgabe für uns. Okay. Hast du eine Information für mich? Ich komme mit Beweisen zurück. Ah. Ja. Ich dachte, ach so. Gut. Vielleicht will ja irgendwie der ein Geschäft hier öffnen und da James ist ihm ein Dornenauge und er ist dafür verantwortlich oder seine Handlanger, dass die Straße so aussieht. Könnte ich mir vorstellen. Wenn ich der Spur der Löcher auf der Straße will, kann ich etwas finden. Das sehen doch die meisten Straßen in Deutschland aus. Das hört sich mal nicht so an. Also, die sehen meistens noch schlimmer aus. Muss ich jetzt? Meine Güte. Was liegt denn hier noch rum? Ist das Öl? Aber die Spur geht weiter. Was ist das? Nee. Hä? Ist das nicht so ein lilanes Auto, was wir schon mal gesehen haben? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, guck mal. Oh, guck mal, wen wir denn hier haben. Wen haben wir denn hier? Der Schaden an der Straße scheint hier zu beginnen. Im weiteren Verlauf sieht die Straße normal unbeschädigt aus. Irgendetwas an den Straßenschäden ist seltsam. Auch wenn James 500 Pferde vermieten würde, hätten sie nicht so viel Schaden anrichten können. Und der Schaden scheint hier zu enden, genau dort, wo JD scheinbar mit einer neuen Baustelle aufgetaucht ist. Herr Campbell, wo sind Sie? Ich möchte Sie gerne wieder ein bisschen striezen. Was machst du hier? Das ist ein privater Arbeitsplatz und ich mache gerade meine Kaffeepause. Verschwinde! Was ich hier mache? Ich erledige wichtige Dinge für die GID und es geht dich nichts an. Sicher? Wie ich schon sagte, ich mache hier etwas sehr Wichtiges und ich habe keine Zeit zu reden. Ist die Straße wirklich schlecht? Traurig, das zu hören. Hihi. Ich bin mir sicher, dass es für Fort Pinder wirklich schädlich wäre, wenn die Touristen nicht mehr kommen, weil die Straßen so schlecht sind. Und dann müssen sich ja dessen die GID noch Öl bohren lassen, neben diesem hässlichen Fort. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nur hier, um wichtige Dinge für die GID zu bauen. Hier gibt es nichts Verdächtiges, also kannst du jetzt gehen. Nein, es gibt nichts, wobei ich Hilfe brauche und es gibt ja auch keine Arbeit für jemanden wie dich. Es scheint, es wäre der Mann von der JD sehr darauf bedacht, dich von hier wegzubekommen. Vielleicht hat jemand in der Nähe etwas Verdächtiges gesehen. Vielleicht solltest du mit Barney reden und fragen, ob er etwas gesehen hat. Ist der Barney etwa schon hier? Stimmt. Weil dieses lilane Auto, das habe ich ja schon mal hier irgendwo rumfahren sehen. Also da gehe ich mal davon aus, dass der Herr Camper wieder seine Finger mit im Spiel hat. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, hier einfach dazu sagen, okay, ich möchte hier einfach nach Öl bohren. Ich glaube, man braucht doch da mit Sicherheit auch irgendwelche Beweise, dass hier vielleicht Öl geben könnte. Hallöchen, Vivian, was kann ich für dich tun? Es gibt Schlaglöcher und andere Schäden auf der Straße nach Fort Pinder. Das ist nicht gut. Du sagst, es gibt große Schlaglöcher und alle Arten von Müll auf der Straße und irgendein Verwalter in Fort Pinder behauptet, das wird von den Floristen verursacht? Das klingt seltsam. Weil steckt ja auch der Verwalter mit Herrn Kempe unter einer Decke. Ich laufe ziemlich oft auf dieser Straße nach Fort Pinder und kann mich nicht erinnern, irgendetwas gesehen zu haben, was so viel Schaden anrichten würde. Es klingt seltsam, dass der Schaden, den du beschreibst, durch Touristenbusse und gemietete Pferde verursacht sein soll. Soweit ich weiß, neigen Busse nicht dazu, Löcher in den Boden zu graben. Und wenn doch, dann wären die Löcher viel größer als die, von denen du redest. Du sagst, dass die GID, du musst immer ein bisschen wieder hier rassieren. Du sagst, dass die GID dort eine Baustelle hat? Ja, das habe ich gesehen, leider. Vor ein paar Tagen taucht dieser Kerl mit seinem Container auf, aber dort geht etwas Seltsames vor. Als ich das letzte Mal vorbeikam, schien er dort einfach nur auf etwas zu warten. Ich fragte ihn, was die GID dort macht, aber er hat nur gebrüllt, dass er Kaffeepause macht. Ich glaube nicht, dass du irgendwelche Kaffeepausen hast, wenn du für die GID arbeitest. Ich habe hier auch keine Geräusche von irgendwelchen Maschinen gehört, also was macht er eigentlich dort? Ich denke, es würde sich lohnen, ihn im Auge zu behalten. Die GID würde nicht ohne Grund hierher kommen und ich denke, sie haben ein paar Leichen im Keller, wie Will sagen würde. Wenn wir nur einen Hinweis hätten, könnten wir vielleicht herausfinden, ob sie etwas mit den Schäden auf der Straße zu tun haben. Sehr viel Text. Warte, ich weiß, wo du einen Hinweis finden kannst.
Ich weiß, wo wir etwas finden können, das uns weiterhilft. Steve und ich machen hier oft kurze Spaziergänge, um den Kühen ein bisschen Bewegung zu verschaffen. Und manchmal machen wir dabei Fotos mit Steves Kamera. Ich bin sicher, dass wir vor ein paar Tagen hier waren, als der GIT-Typ gerade angekommen war. Wenn du dir diese Fotos anschaust, könnte es uns einen Hinweis geben. Wo das Foto ist? In meinem Fotoalbum natürlich. Ich habe es hier auf dem Bauernhof sicher versteckt. Wo das Fotoalbum ist? Ich erinnere mich nicht mehr. Vielleicht kannst du mir helfen, es zu finden. Warum versteckt man überhaupt auch ein Fotoalbum? Hat er nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, eine Schublade, wo er sowas reinstecken kann? Warum muss man das denn immer so unnötig kompliziert machen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Oh. Habe ich das jetzt gefunden? Da ist mein Fotoalbum. Ich wusste, ich habe es an einem sicheren Ort verstaut. Nun wollen wir mal sehen. Hier ist das Foto, das Steve und ich vorgestern mit Steves neuer Kamera gemacht haben. Ich sehe nichts Merkwürdiges, aber schau lieber selbst nach. Okay. Hä? Da ist doch der Typ. Was ist das denn für ein... Oh Gott. Finde die Hinweise. Klicke dort auf das Foto, wo du glaubst, etwas Ungewünschtes sehen. Wenn es ein Hinweis ist, wird die Stelle mit einem Kreis markiert. Es gibt zwei Hinweise im Auto. Das ist der GIT-Typ. Ich habe nicht an ihn gedacht, als wir das Foto gemacht haben. Aber was macht er? Er sieht so aus, als würde er etwas im Container einschließen. Steve und ich gehen manchmal in der Gegend spazieren. Es macht wirklich Spaß, bei diesem schönen Wetter mit einem Freund und einer Kuh herumzuwandern. Ist das nicht ein bisschen blöd für die Kuh, dass sie hier so rumsteht? Also, dass halt jemand auf ihr sitzt. Was sollten hier noch komisch sein? Der Kohl? Warum soll ich auf die Straße schauen? Das scheint alles in Ordnung zu sein. Ha, du hast recht, Willi. Das ist seltsam. Wir haben dieses Foto erst vor ein paar Tagen gemacht und die von dir beschriebene Art von Schaden kann unmöglich in so kurzer Zeit durch Verschleiß entstehen. Ach so, das soll die Straße sein. Wenn die GID eine unheimliche Lochgrabmaschine in diesem Container aufbewahrt, die schnell... Das war auch eine schöne Farbe. Die schnell graben kann, ohne Geräusche zu machen, stecken sie vielleicht dahinter. Aber warum soll die GID Löcher graben? Normalerweise bauen sie etwas. Aber wo ich jetzt drüber nachdenke, gibt es natürlich eine andere Erklärung. Öl. Die einzige, die ich hier erkenne und die in kurzer Zeit viel Schaden verursachen können, ist ein Streifenhörnchen. Achso. Sie können in kürzester Zeit Löcher graben, wenn sie denken, dass sie dort Nahrung finden. Aber ich verstehe nicht, warum sie mitten auf der Straße Löcher graben sollten. Vor allen Dingen ist er ja auch Asphalt. Dort kann es doch für sie nichts Essbares geben. Steve hat normalerweise ein paar Streifenhörnchen auf dem Bauernhof, also könnte es sich lohnen, mit ihm darüber zu sprechen. Die meisten Landwirte haben Fallen aufgestellt, um die Streifenhörnchen darin zu hindern, den Salat zu fressen. Aber Steve ist zu gutmütig dafür, also fördert er sie stattdessen. Ich muss hier bleiben und aufpassen, wie die Kartoffeln wachsen. Also ist es wahrscheinlich am besten, wenn du zu Steve reitest und ihn danach fragst. Oh, das eskaliert gerade hier ein kleines bisschen, finde ich. Aber vielleicht können wir mit der Aufgabe die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo Vivian, der Tag ist immer gut, wenn du zu Besuch kommst. Ja, aber ich habe keine so guten Neuigkeiten. Löcher in der Straße? Die Streifenhörnchen könnten solche Löcher in kürzester Zeit graben, wenn sie wollen. Aber weißt du was, Vivian? Ich glaube nicht, dass meine Streifenhörnchen hier auf dem Bauernhof so etwas machen würden. Es gefällt ihnen hier und sie werden gefüttert. Natürlich können sie sich zur Abwechslung einen anderen Bauernhof gesucht haben oder vielleicht bereiten sie ihren Bau auf den Winter vor. Und manchmal übernehmen sie auch ein bisschen zusätzliche Arbeit als Briefträger, habe ich gehört. Okay. Weißt du was? Ich gebe dir etwas Salat, damit du sie füttern kannst. Und ich bin sicher, dass sie alle kommen werden, um Hallo zu sagen, wenn du nur ein bisschen wartest. Sie sind sehr lieb und beißen nicht, also versuche sie zu füttern, um zu sehen, ob sie da sind. Alles klar, dann machen wir das mal. So, jetzt schauen wir mal.
Norbert, geh nicht so sehr nah an das Loch heran, nicht, dass du reinplumpst. Ja, genau, so sehe ich das auch, Vivian. Anscheinend sind die nicht hier. Die lieben Streifenhörnchen. Du hast kein einziges Streifenhörnchen gesehen? Bist du sicher, dass du lange genug gewartet hast? Das ist schade, wohin könnten sie gegangen sein? Es ist sehr schade, dass die Streifenhörnchen weg sind. Sie waren eine Bereicherung für den Bauernhof. Du sagst, du wirst sie finden, Vivian? Wenn dir das Spaß macht, versuche ruhig, sie zu finden, aber du musst sie nicht dazu zwingen, hierher zurückzukommen, wenn sie einen schöneren Ort zum Leben gefunden haben. Wenn du die Suche bei den Löchern beginnst, wo sie leben, kannst du vielleicht zusammen mit Nelson eine Spur finden. Da bin ich ja mal gespannt, wo die jetzt sind. Führt weg vom Bauernhof. Vielleicht hat auch der Herr Campbell die einfach von unserem Bauernhof weggelockt, damit die halt diese Löcher graben. Aber das machen, das ist auch Stein, die können doch nicht einfach dass sich so da durchdingsen. Das geht doch gar nicht. Würde ich sagen. Aber die sind bestimmt jetzt bei dem Container irgendwie. Ja. Oh, jetzt bin ich hier drumherum und hier liegt auch noch Müll drin. Sehr schön. Das brauche ich auch jetzt noch. Was haben wir denn da? Oh, ein Streifenhörnchen. Wer hätte denn damit rechnen können? Streifenhörnchen auf der ganzen Straße. Diese Streifenhörnchen haben auf der ganzen Straße Löcher gegraben und jemand hat sie mit Absicht hierher gebracht. Vielleicht ist es Zeit, sich noch einmal die JD-Baustelle anzusehen. Oh, jetzt krempeln wir mal unsere Ärmel hoch und schnauzen den Typen mal richtig hart an. Denn so geht's nämlich nicht. Du bist schon wieder da. Streifenhörnchen, sei nicht albern. Hier gibt es keine Streifenhörnchen. Doch. Auf der Straße sind keine Streifenhörnchen. Und wenn, dann hätte ich damit nichts zu tun. Und übrigens, ich hasse Streifenhörnchen. Sie sind so hässlich. Jetzt muss ich arbeiten. Und das hat nichts mit den Streifenhörnchen zu tun. Wenn ich dich hier noch einmal sehe, werde ich dich rausschmeißen. Ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Also was ich einfach mache. Ich umkreis dich einfach. Huch. Wir können es vielleicht diesen Müll benutzen, um die JD beide abzulenken. Okay. Und was mache ich damit? Schmeiße ich die dann mit dem Müll irgendwie? Wenn ich einen dieser Flaschen so weit wie möglich werfe, geht er vielleicht weg, um nach der Ursache des Lärms zu suchen. Das wird mir etwas Zeit geben, um mich auf der Baustelle umzusehen. Aber ich muss schnell sein. Gott, Schnelligkeit ist nicht gerade meine Stärke. Boah, so weit will ich auch mal werfen. Ja, geh ganz gemütlich dorthin. Los, Vivian, schnell. Schnell. Das ist ja Tierquälerei. Die armen Streifenhörnchen. Und hier ist cool. Das sind doch solche ganz gemeinen Kerle. Ist der Typ jetzt wieder da? Warte mal, ich gehe mal schnell auf Nightstar, weil dann bin ich nämlich ein bisschen größer als der und kann ein bisschen einschüchternder werden. Was? Du bist immer noch hier? Ich hoffe, du hast in keiner Container geschaut, die natürlich beide leer sind. Diese Container enthalten nur Arbeitsmaterial. Daran ist nicht seltsam.
Und du hast gesehen, dass ihr Streifenhörnchen eingesperrt sind. Das ist seltsam. Damit habe ich nichts zu tun. Ich werde sie natürlich sofort rauslassen. Ich hole nur die Schlüssel zum Container, die hier drüben im Auto sind. Nein. Vivian, wir haben doch so oft das gleiche Szenario. Da fährt nämlich jetzt weg. Und jetzt gucke ich dumm aus der Wäsche und denke, der flieht ja jetzt gerade. Oh nein, jetzt muss ich ja ihm hinterherreiten. Ei! Das, Alter, das ist ja, das ist unverschämt. Das ist ja richtig dreist. Das ist ja gemeingefährlich. Das ist ja schon was Tierquälerei oder versuchte Körperverletzung, wenn er mich treffen würde. Sowas, dass sie sich wirklich auf dieses niedrige Niveau begeben, ist schon traurig. Extrem traurig. Naja, fahr du nur weg. Boom. Ja, nein, da bist du auch ganz erschrocken jetzt, ne? So, mal gucken, was der gute Herr jetzt zu sagen hat zu seiner Verteidigung. Ihr geht, ich hasse Streifenhörnchen und ihr Graben von Löchern. Das war von Anfang an ein dummer Plan, in ganz Jorvik Streifenhörnchen zu fangen, um die Straßen zu sabotieren, damit niemand die AG beschuldigen kann. Ich sollte lieber verschwinden, bevor ich verhaftet werde. Ich vermute, dass ich hier nicht herauskomme, ohne dir den Schlüssel zu geben. Pa, hol ihn dir. Hauptsache, ich muss weder dich noch ein Streifenhörnchen jemals wiedersehen. Seit dem Autounfall liegt er hier irgendwo. Hab ich nichts gefunden? Ja, Tatsache. Das ging ja schnell. So, da reiten wir jetzt wieder zurück. Lassen die Streifenhörnchen frei und die vielleicht wieder zur Steves Farm gehen und dort wieder ihr Unwesen treiben. Ich glaube, wir müssen bestimmt dann nochmal die ganzen Löcher flicken. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe mir schon die Löcher flicken. Die freigelassenen Streifenhörnchen springen glücklich im Gras herum. Yay! Dieses Streifenhörnchen scheint ruhig und freundlich zu sein. Wenn es dich nach Fort Pina begleitet, kannst du mit ihm beweisen, dass James unschuldig ist. Oh, das springt ganz vergnügt in meine Tasche. Süß. Aber mögen Streifenhörnchen eigentlich Kohl? Oder ist es jetzt einfach nur so in dem Spiel so, dass sie das mögen? Ich dachte so Streifenhörnchen, dass die halt so irgendwas Nüsse, also halt wie Eichhörnchen Nüsse oder irgendwelche Körner am liebsten essen. Und was ist das denn eigentlich? Ach, das stört mich schon wieder, dass hier was rumliegt, hier was rumliegt. Hier liegt auch noch irgendwas rum. Hier ist jetzt ein Ölfleck, da liegt noch irgendwas. Obwohl das ja eigentlich von der Vara sein dürfte, aber das hat sie halt nicht mitgenommen. Und das lässt mich ein kleines bisschen wuschig werden. Und hier liegt Müll rum. Na, da tun die immer so auf Naturschützer und heben nicht mal ihren eigenen Müll auf. Das ist eine Frechheit online. Achso, das ist der Verwalter. Adiop. Vivian, hast du etwas gefunden? Beeil dich und erzähl es dem Verwalter. Wir dürfen keine Sekunde verlieren. Hast du eine Information für uns? Ja, habe ich. Die GID hat eine Baustelle auf der Straße. Die GID hat eine Baustelle an der Straße. Unangenehm, aber nicht illegal. Es sei denn, du hast noch was anderes entdeckt. Die Straße ist nur von dort bis Fort Pinda beschädigt. Das klingt mysteriös. Was meinst du, könnte passiert sein?
Die Gia hat scheinbar um die Straßen. Das ist eine ernste Anschuldigung. Hast du irgendwelche Beweise? Zeig das Streifenhörnchen. Ein Streifenhörnchen. Und die GID war beteiligt. Jetzt ist es offensichtlich, dass der junge James nichts damit zu tun hat. Das stimmt. Also steckt der Mann von der GID hinter allem. Und ich, Altena, habe den jungen James beschuldigt. Also wollte GID die Straßen zerstören und alles auf den James schieben? Jetzt fange ich an zu verstehen. Vor einiger Zeit bekam ich einen Brief von der GID, dass sie bei Fort Pinder nach Rohstoffen bohren wollen. Ich habe abgelehnt, weil es die Umwelt ruinieren und die Touristen abschrecken würde. Als ich jetzt dachte, wir müssen die Touristen verbieten, habe ich darüber nachgedacht, der GID doch die Erlaubnis zu erteilen. Ich bin sicher, dass sie das genauso geplant haben. Ich muss mit den Vorbereitungen für die Straßenreparaturen beginnen und all diese Streifenhörnchen sofort wieder nach Hause bringen. Vivien, du hast Fort Pinder gerettet und mich daran gehindert, einen großen Fehler zu begehen. Willst du James meine aufrichtige Entschuldigung überbringen? Gehen sie doch einfach selber hin. Das kommt viel besser, wenn sie sich persönlich entschuldigen. Konntest du beweisen, dass ich unschuldig bin? Natürlich konnte ich das. Die GID versucht sich also an Sabotage. Die haben ja keine Ahnung, mit wem sie sich anlegen. Wenn sie hinter mir her sind, verklage ich sie mit allem, was ich habe. Aber das muss noch warten. Zuerst muss ich mich um alle Touristen kümmern, die durch das Gerede von beschädigten Straßen verschreckt wurden. Aber das wird schon wieder. Ich kann stattdessen geführte Touren anbieten, bei denen man echte Streifenhörnchen zu Gesicht bekommt. Das werden die Touristen sicher lieben. Ich kann T-Shirts mit Streifenhörnchen als Motiv verkaufen und Streifenhörnchen-Plüschtiere. Und dann mache ich aus dieser Katastrophe noch eine Menge Geld. Vivien, ich werde dir ewig dankbar sein. Eine Belohnung? Wir haben wieder einmal die fiesen Pläne der GID durchkreuzt. Ist das nicht lohnend genug? Weißt du was, Vivien? Ich habe gehört, dass diese hübschen neuen T-Shirts mit Streifenhörnchen-Motiven hier in Fort Pinder sehr beliebt sind. Und weil du mir so sehr geholfen hast, bekommst du dein erstes Streifenhörnchen-T-Shirt zum halben Preis. Ich mache natürlich Witze, das weißt du doch, Vivien. Natürlich bekommst du das T-Shirt kostenlos, weil du mir geholfen hast, diese Katastrophe zu verhindern. Du brauchst mir nicht zu danken. Du hast schon so viel für mich und Fort Pinder getan. Naja, okay, gut. Hätte ja sein können. Alles klar, dann würde ich sagen, 32 Minuten ist wieder eine sehr lange Folge gewesen. Würde ich an dieser Stelle die Folge beenden wollen und würde sagen, dass wir uns als nächstes zu dem Geist in Moorland aufmachen und schauen, was dahinter steckt. Vielleicht ist es auch nur irgendwie ein Witz, irgendein Gag, den ich nicht verstehe. Oder vielleicht steckt auch Yidris dahinter, mein geliebter Yidris. Ja, nein, aber ich hoffe doch, dass die heutige Folge euch gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge von Star Saber Online wiedersehen werden, wenn wir uns, ja, um den Geist im Moorlandstall, also nicht im Moorlandstall, aber dort in der Umgebung kümmern werden.